Rosenschnitt in Tante Annes Garten. Kurzgeschichte. Die nächste Geschichte betrifft Kurt, einen Psychologen, der an unserem dreijährigen professionellen Training für transpersonale Psychologie und holotropes Atmen teilnahm. Als Kurt sich für diese Ausbildung anmeldete, war er mit seiner wissenschaftlichen Orientierung das bei weitem skeptischste Mitglied unserer Ausbildungsgruppe. Seine Beobachtungen und eigene Erlebnisse bei diesem Training hatten jedoch tiefe Auswirkungen auf das Glaubenssystem, das er von seinen Hochschullehrern übernommen hatte. Ich habe auf Seite 145 folgende schon einmal kurz Geburtserlebnisse beschrieben, das mit dem Geruch von frischen Lieder verbunden war. Bereits damals war seine Überzeugung, dass unser Bewusstsein und unser psychisches Leben sich erst nach der Geburt zu entwickeln beginnen, schwer ins Wanken geraten. Die im Folgen beschriebene Erfahrung konfrontierte ihn mit einer weiteren theoretischen Herausforderung und zwang ihn, seinen wissenschaftlichen Denkhorizont zu erweitern. Er hatte zu kämpfen mit der Frage nach der Natur transpersonaler Erfahrungen. Waren das reale, ontologische Phänomene, die auf die Existenz transzendentaler Bereiche verwiesen, welche normalerweise unsichtbar blieben, oder reine Produkte menschlicher Einbildung? In seiner Ausbildung hatte er bei Kolleginnen und Kollegen zahlreiche verschiedene transpersonale Erlebnisse beobachtet, selbst aber bislang keine derartigen Erfahrungen gemacht. Also harrte er weiterhin auf der Einstellung, die man ihm an der medizinischen Hochschule beigebracht hatte, dass das alles Hirngespinste seien. In einer seiner holotropen Sitzungen machte Kurt dann selbst eine intensive Erfahrung und erlebte anschließend eine bemerkenswerte Synchronizität. Das überzeugte ihn davon, dass das menschliche Bewusstsein weiterreichte, als er bislang gedacht hatte, und dass er seinen geistigen Horizont erweitern musste. Gegen Ende der Sitzung hatte er eine lebhafte Begegnung mit seiner Großmutter, die seit vielen Jahren tot war. Kurt war ihr in seiner Kindheit besonders nahe gewesen und die Möglichkeit, sich mit ihr tatsächlich wieder austauschen zu können, wühlte ihn sehr auf. Doch obwohl ihn diese Erfahrung emotional stark berührte, betrachtete er sie anschließend erneut mit der üblichen professionellen Skepsis. Wie er der Gruppe in der Nachbesprechung erläuterte, hegte er den Verdacht, sich diese Begegnung aus alten Erinnerungen selbst zusammengebastelt zu haben, da er mit seiner Großmutter, als sie noch am Leben war, tatsächlich viele derartige Begegnungen gehabt hatte. Aber dieses Treffen mit seiner toten Großmutter ging emotional so tief, berührte sein Herz so stark und war so überzeugend, dass er es einfach nicht als Wunschfantasie abtun konnte. Gegen Ende dieser Begegnung beschloss er, seine Großmutter zu bitten, sie möge ihm beweisen, dass sein Erlebnis real war und nicht nur auf seiner Einbildung beruhte. Kaum hat er diese Bitte telepathisch geäußert, erhielt er folgende Botschaft: Besuche Tante Anne und schau dich nach abgeschnittenen Rosen um. Immer noch skeptisch beschloss er am folgenden Wochenende einfach aus Jux und Dollerei seine Tante Anne zu besuchen und zu sehen, was passierte. Zu seinem Erstaunen traf Kurt seine alte Tante bei der Gartenarbeit an. Sie trug Gartenkleidung und hielt in der einen Hand eine Gartenschere, in der anderen eine Rose. Überall auf den Rasen, auf dem Weg im Garten lagen abgeschnittene Rosen. Ohne es gewusst zu haben, fiel Kurts Überraschungsbesuch ausgerechnet an den einen Tag im Jahr, an dem seine Tante beschloss, ihre Rosen radikal zurückzuschneiden. Materialistisch orientierte Wissenschaftler lehnen die Möglichkeit ab, dass das Bewusstsein nach dem Tod weiter existiert und machen sich oft darüber lustig, denn sie passt mit ihren eigenen grundlegenden metaphysischen Annahmen über die Existenz nicht zusammen. Ihre Einstellung beruht nicht auf den wissenschaftlichen Beweisen, die zeigen, dass ein Weiterexistieren nach dem Tod, in welcher Form auch immer, nicht möglich ist. Tatsächlich können sie ihre Schlussfolgerung nur ziehen, weil sie Beobachtungen wie die oben geschilderte, von denen es viele gibt und für die das augenblickliche Paradigma keine angemessene Erklärung finden, schlichtweg ignorieren.